Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier zur ersten Easy-Vorlesung dieses Wintersemesters. Ich freue mich, dass ihr heute alle kommen konntet. Starten wir auch mal direkt rein, was wir uns heute alles anschauen. Zunächst stellen wir mal kurz vor, wer wir überhaupt sind, die hier vorne jetzt gerade sprechen. Wir erklären euch ein bisschen, was wir über das Semester hinweg anbieten, reden danach ein bisschen über Zeitmanagement und über Faustregeln und kleine Tipps und Tricks, die wir euch mitgeben wollen. Danach sprechen wir nochmal kurz, was das Ganze hier dann eigentlich ist. Und danach gibt es dann eine Möglichkeit für die Tutorienanmeldung für Easy. Und im Anschluss danach dann noch ein FAQ. Wenn ihr am Ende noch etwas länger bleiben wollt, machen wir am Ende noch eine Lernpartnerbörse. Da seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, so lange noch zu bleiben. So, aber starten wir direkt rein, wer wir überhaupt sind, die jetzt hier vorne stehen. Wir arbeiten alle für Unterstützung im Studium. Und genauer gesagt sind wir heute für den Einstieg im Studium hier. Und da halt, wie die erste Folie schon gesagt hatte, für das Easy-Modul hier mit der Vorlesung. Und mein Name ist Maximilian Kühn. Und neben mir steht Christina Wenzel. Und die ist auch schon seit längerem bei uns, studiert Informatik im Bachelor of Science und ist hier für meine Co-Moderation da. Genau, hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Neben mir ist der Max, Maximilian Kühn. Er macht sein Bachelor of Education, also Lehramt Mathematik und Informatik und ist jetzt auch schon seit 2020 als Tutor bei Easy dabei. Guten Tag, ich heiße Christine Glaubitz. Ich bin die Koordinatorin für Unterstützung im Studium an andere Ressourcen in unserer Fakultät für Informatik. Ich bin sehr zufrieden, dass ich habe die Möglichkeit, Sie zu begrüßen und freue mich, Sie während des Semesters kennenzulernen, in Ihrem Studium auch kennenzulernen. Ein kleines Überblick zu Easy. In 2016 hätte die Fakultät kein Mentoring-Programm oder Tutoring für die Studierenden im Einstieg im Studium. Und wir haben gedacht, das ist sehr wichtig, die Studierenden zu unterstützen und über die Jahre nach Rückmeldung von unseren Mentor und Mentoren, als auch unsere Tutoren und Tutoren, als auch die Teilnehmer in die Mentoring und Easy-Programme, die Orientierungsangebot, haben wir dann Easy entwickelt. Dem Ziel ist Easy, Informationen zu geben in den richtigen Zeitraum. Das passt für Sie. Und wir hoffen, dass dann das hilft Sie im Einstieg im Studium. Ich werde das auch auf Englisch jetzt sagen, für die Studierenden, das ein bisschen weiter unter. Englisch kommt gut klar mit. So. Good evening, my name is Christine Glaubitz. I am here as the coordinator for student support services to completing your studies successfully. And I also work with the exchange program and international students on our in our faculty. I'm very happy that all of you are here with us this evening. Just to give you a quick overview of our program, we started in 2016. A mentoring program and then further evolved that into Easy. Before that, the faculty hadn't had a program like this, but based on the needs of our students, we developed these resources. And based on the commentary from not only the participants in the mentoring and Easy modules, and from our tutors and mentoring team, we've tried to develop services and support for you that with Easy, that you get information at the time that's best for you during the first semester. And we're wishing you a very good start to your studies and hope that you have an excellent experience. So I'm going to hand it back to Max and Chrissy and look forward to hearing from all of you. Just one other thing. If you have questions during this lecture or during your studies, you can always send us questions in German or in English, and we will respond accordingly. So,
Herzlichen Dank für Ihre Zeit heute und ich werde das weiter zurückgeben auf Max und Chrissy und ich wünsche Sie einen schönen Abend noch und hoffe, dass Sie, wenn Sie Fragen haben, einfach das in meinen Chat stellt oder uns eine E-Mail schicken. Schönen Abend noch. Super, vielen Dank, Christine. Genau, dann machen wir an der Stelle noch weiter. Wir haben noch einen Gastprofessor oder einen Gast heute hier, der Professor für Programmieren. Der wird leider in der Aufnahme nicht erscheinen, deswegen kommt hier dann ein kleiner Cut wahrscheinlich rein. Super, danke für die Mitteilung. Ich hoffe, dass die ganzen Studierenden aufmerksam aufgepasst haben und vielen Dank für die Tipps und Tricks, die sie weitergegeben haben und dass sie aus ihrer Perspektive auch etwas erzählt haben. Genau, machen wir weiter. Was ich an der Stelle ein bisschen mit euch durchsprechen wollte, war, wie die nächsten Wochen für euch ablaufen werden oder wie dieses erste Semester für euch abläuft. Ja gut, der ganze Text steht jetzt schon da. Ich glaube, ihr seid schon fleißig am Lesen. Es geht so ein bisschen darum, wie es so Auf und Abs geben wird in diesem Semester und wie sich eure Gefühlslage vielleicht deswegen anpasst. Jetzt zu Beginn, vielleicht war das auch in der O-Phase schon der Fall, ist die Laune auf jeden Fall sehr hoch. Man hat große Hoffnung, große Erwartungen. Man freut sich aufs Studium, ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Dieses Gefühlshoch wird leider nur ein paar Wochen anhalten, muss ich leider ehrlich mit euch sein. Irgendwann sind dann die ersten Vorlesungen rum und der Alltagstrott kommt rein. Irgendwann werden auch die ersten Übungsblätter kommen und etwas stressiger werden. Das Ganze wird auch irgendwann etwas aufwendiger und da kommt dann der erste Schock. Das ist häufig bei den meisten Studierenden so, das muss nicht bei jedem so sein, aber im Durchschnitt gibt es danach eine gewisse Anpassungsphase. Also erstmal ist man in einer gewissen Weise überfordert für einige Wochen. Die Zeit ist doch knapper, als man damit gerechnet hätte. Es ist doch sehr viel zu tun und man muss in dem Mathezeug so komische Beweise machen in HM und in Ella. Und das ist alles irgendwie komisch, man hat sich das anders vorgestellt. In den Wochen, nachdem man das aber dann realisiert hat, dass dieser Schock tatsächlich stattgefunden hat, passt man sich mit der Zeit immer mehr an die Gegebenheiten an. Man entwickelt ein besseres Zeitmanagement, man entwickelt sich selbst weiter, passt sich an den Lernstoff an, passt sich an das Lerntempo an, arbeitet mit der Lerngruppe zusammen und versucht seine eigenen Fehler vielleicht auch auszubessern durch die Lerngruppe. Und so kommt es dann wieder zu einem Hoch, was dann häufig so um die Weihnachtszeit ist, wo dann auch wieder vorlesungsfreie Wochen sind. Also man hat wirklich mal einen längeren Zeitraum, wo keine Übungsblätter abgegeben werden müssen, wo man nicht im Hörsaal sein muss, wo man nicht auf dem Campus sein muss und einfach Zeit mit der Familie verbringt. Und man freut sich einfach, man kann den ganzen Eltern und Bekannten erzählen, wie toll das Studium ist und dass man sich sehr gut eingelebt hat und dass alles super funktioniert. Nach Weihnachten fängt das Ganze dann aber wieder an und man ist dann so ein bisschen vielleicht aus seinem Rhythmus raus. Und auf einmal fallen dann solche Worte wie, das ist klausurrelevant, das sollten Sie auf jeden Fall gut lernen, bevor Sie die Klausur schreiben. Beachten Sie das, wenn die Klausur kommt. Und da kommt dann langsam dieser Stress mit den Prüfungen, die dann anstehen in der nächsten oder in kommender Zeit. Und da gibt es dann wieder ein Tief, ein Emotionstief. Einfach dadurch, dass jetzt mehr Druck kommt, man muss seinen Zeitrhythmus auch nochmal anpassen. Gerade in der Klausurenphase wird es dann auch so sein oder in der Prüfungsphase, dass die Zeit einfach wieder anders funktioniert. Man hat keine Regeltermine mehr, zu denen man erscheinen muss, sondern man muss so gesehen sich selbst in den Arsch treten, um das Zeitmanagement durchzuziehen. Es ist halt nicht mehr so, dass ein Professor dann da ist, der dann nur um 8 Uhr die Vorlesung macht, sondern man kann sich selbst entscheiden, ob man um 8, 9, 10 da, oder auch am Nachmittag erst in die Bibliothek geht. Aber mit der Zeit lernt man da dann auch wieder Tipps und Tricks, wie zum Beispiel, dass es die noch andere Bibliotheken gibt, außer die große Bibliothek hier direkt neben der Mensa, die Fakultätsbibliotheken. Man lernt auch, wofür eigentlich die Fachschaft sehr nützlich sein kann, zum Beispiel bezüglich der Klausurvorbereitung. Man holt sich da Tipps und Tricks ab, man kann sich da die Altklausuren abholen, man kann auch ein paar Erfahrungsberichte über die Professoren hören, und kann da einfach so ein bisschen dann auch sich wieder besser einarbeiten. Durch das neue Zeitmanagement, was man entwickelt hat, wird man natürlich auch effektiver. Und irgendwann sind die Klausuren geschafft. Man wartet dann nur noch auf die Klausurergebnisse und das nächste Semester beginnt. Da ist so gesehen dann das höchste Hoch, was dann eigentlich in diesem Semester stattfindet, wenn man dann tatsächlich mal eine Klausur zurückkriegt, bei der man vielleicht gedacht hätte, dass es etwas knapper wird oder dass die Klausur nicht so gut lief
und man sie dann doch bestanden hat, ist mit das beste Gefühl als Student. Das Ganze, gut, vielleicht steht es schon in der Überschrift, aber die Idee hinter dem Ganzen ist eigentlich, dass sich das wie so ein W verhält. Also man startet zwar schon auf einem Hoch, aber nach diesem W startet man, kommt man so gesehen immer höher, passt sich immer besser an und durch dieses Auf und Ab kommt man immer wieder dazu, dass man neue Sachen lernen kann. Das Ganze ist natürlich nicht nur so, dass es in einem Semester funktionieren wird, sondern es wird halt auch im weiteren Studium immer so weiterlaufen. Das ist hier dann auf der Folie dargestellt. Hier ist das W jetzt etwas schwieriger zu erkennen, aber ich denke, durch das Auf und Ab wird man schon sehen, wie man sich stetig weiterentwickelt, sich weiter kennenlernt, neue Fähigkeiten entwickelt, immer besser wird und sich in das Studentenleben, in Akademia immer besser einfindet. Und dazu gehört natürlich aber zum Zeitmanagement gehört noch mehr dazu, aber dazu wird euch dann jetzt Chrissy was sagen. Genau. Kommen wir nun zum Kolbzyklus. Der erklärt so ein bisschen, wie man überhaupt lernt und was für ein Typ man beim Lernen ist. Aber erstmal will ich das grobe Konzept mal an einem Beispiel erklären. Genau. Und zwar werdet ihr jetzt damit starten, Übungsblätter zu bearbeiten. Und da werdet ihr zum Beispiel in Mathematik rechnen und es aufschreiben und ihr werdet euch vielleicht ganz gut dabei fühlen, ein bisschen schlecht fühlen. Ihr werdet vielleicht unter Zeitdruck sein und ihr werdet allerdings auch das Ergebnis bekommen, also eine Rückmeldung vom Tutor. Und mit dem Ganzen macht ihr eine gewisse Erfahrung. Und mit dieser Erfahrung geht ihr rein und überlegt euch, bin ich zufrieden? Verstehe ich meine Fehler? Weiß ich genau, was ich falsch gemacht habe? Verstehe ich, was überhaupt in der Korrektur steht? Und warum habe ich die Fehler überhaupt gemacht? Und dann merkt man vielleicht so, also ich habe da vielleicht einen Satz übersehen in der Vorlesung oder im Skript und hätte dann die Aufgabe viel besser lösen können. Und dann geht man so ein bisschen in die Anpassungsphase und überlegt sich, ja gut, okay, um das nächste Mal besser zu machen, könnte ich einen Tag früher anfangen. Das probiert man direkt aus und bearbeitet dann damit das nächste Übungsblatt und macht damit eine nächste Erfahrung. Und dann beginnt der Zyklus einfach neu. Das Interessante daran ist aber, dass nicht jede Person gleich gut in jedem Bereich ist. Also man sagt, dass man normalerweise in zwei Bereichen gut ist und damit einen unterschiedlichen Lerntypen abdeckt. Ich zum Beispiel, ich denke gerne, ich reflektiere gerne und überlege mir, ja, was könnte ich denn überhaupt anpassen? Aber ich tue mich unglaublich schwer damit, die Sachen tatsächlich umzusetzen und damit dann auch eine neue Erfahrung zu machen. Aber da ich ja den Kolb-Lernzyklus kenne, weiß ich irgendwann so, ja, ich muss das jetzt endlich mal umsetzen. Ich muss vielleicht auch mal einen Tag früher anfangen und muss damit meine Erfahrung machen, damit ich weiter reflektieren kann. Das sollte euch dann einfach bewusst fürs Studium werden. Ihr könnt euch dann überlegen, wo bin ich gut und wo könnte ich dann vielleicht an den Bereichen noch ein bisschen arbeiten. Kommen wir aber jetzt zum Groben von Easy. Was ist überhaupt Easy? Und da wollen wir euch erstmal eine grobe Übersicht über das Easy-Modul geben. Also was müsst ihr da alles machen? Es gibt in Easy insgesamt 5 Tutorien, 5 Übungsblätter und ein Beratungsgespräch, was ihr machen müsst, um den einen ECTS zu erhalten. Der ECTS würde euch dann in der Schlüsselqualifikation gegeben werden. Was ist jetzt eine Schlüsselqualifikation? Eine Schlüsselqualifikation ist eine Art Soft Skill. Also so ein bisschen, wie präsentiere ich, wie arbeite ich wissenschaftlich und eben auch, wie komme ich möglichst gut ins Studium rein, wofür ja Easy so ein bisschen da ist. Und die ganzen Sachen müsst ihr machen, um den einen ECTS zu bekommen. Wenn ihr jetzt aber schon merkt, das reicht mir von der Studienzeit nicht, ich will mich einfach nicht für den einen ECTS anmelden, dann ist es okay.
Ihr könnt euch trotzdem erstmal für die Tutorien anmelden und könnt dann schauen, ihr seid immer willkommen, auch wenn ihr nicht das Übungsblatt machen wollt und nicht das Beratungsgespräch. Aber wenn ihr euch dazu entscheidet, eins von den Sachen nicht zu machen, dann bekommt ihr halt den ECTS nicht. Was da auch wichtig ist zu sagen, ist, dass die Tutorien ungefähr alle 2 Wochen stattfinden. Also ihr werdet jetzt nicht frontloaded 5 Tutorien erstmal bekommen, sondern die werden sich über das Semester verteilen. Empfohlen neben den Tutorien wird dann auch ein Check-in-Gespräch mit dem Tutor. Das ist so ein 10-Minuten-Gespräch, wo der Tutor nochmal speziell mit euch reden kann, wo ihr vielleicht auch speziellere Fragen zu verschiedenen Fächern stellen könnt. Und genau, falls ihr da noch Fragen habt, empfehle ich euch einfach in den Ilias-Kurs von Easy zu gehen, auf Syllabus zu klicken und da alles nachzulesen. Der Syllabus ist dazu da, euch eine grobe Übersicht über das Modul zu geben, eine grobe Übersicht über den Inhalt zu geben und euch eben auch zu sagen, was ihr machen müsst, um die Leistungspunkte zu erhalten. Ansonsten könnt ihr sie auch am Ende der Veranstaltung dann gleich stellen. Kommen wir dann dazu, warum solltet ihr überhaupt an Easy teilnehmen? Was bietet Easy euch überhaupt? Kommen wir da auch erstmal zu dem Inhaltlichen. Ich versuche das mal so grob zu umranden. Am Anfang werden wir so ein bisschen über das Grobe reden. Wie solltet ihr euch eure Zeit einplanen? Wie machen das die Tutoren? Wie könnt ihr das gestalten? Welche Tools nutzen die Tutoren? Dann werden wir aber auch genau auf Fächer eingehen. Wir werden euch Tipps für Übungsblätter geben. Ihr müsst ja dran denken, die Tutoren sind alle Leute aus den älteren Semestern. Die haben die Module also auch schon abgeschlossen und wissen ungefähr, was ist den Professoren wichtig, auf was solltet ihr besonders achten und wie sind sie gut durch die Fächer gekommen. Dann wird das nächste Tutorium so gegen Ende des Jahres sein. Das soll ich noch mal so ein bisschen mitgeben, wie ihr das Zeitmanagement möglichst gut für euch gestalten könnt und wie ihr möglichst die Konzentration behalten könnt, damit ihr in der Winterzeit darüber wieder so ein bisschen reflektieren könnt. Ihr könnt ja wieder da über den Kolbzyklus zum Beispiel nachdenken. Und dann beginnt es ja schon so langsam mit der Planung der Prüfungsphase, wo ihr dann langsam anfangen solltet, eben für eure Prüfung zu lernen, euch vorzubereiten. Und dann geben wir euch wieder weitere Prüfungstipps. Wie gesagt, wir haben die Prüfung ja schon mal geschrieben und bestanden oder haben sie bearbeitet, zum Beispiel im Fall von Programmieren. Und bestanden und wissen, was da erforderlich ist oder welche Erfahrungen wir da gemacht haben. Genau, jetzt näher zu, warum gibt es Easy überhaupt? Easy gibt es dazu, um den Erstsemesterstudierenden möglichst den Start ins Studium erleichtern zu können. Ihr müsst euch vorstellen, es ist jetzt erstmal alles neu, es ist wahrscheinlich eine neue Stadt für euch, es sind lauter fremde Leute. Und da soll das Easy euch erleichtern, gerade wenn ihr zum Beispiel aus der Schule kommt und ihr euch noch gar nicht ans Studium gewöhnt habt. Es soll auch besonders dazu da sein, so ein bisschen die Sicht der anderen Leute mitzubekommen, da Erfahrungen mitzubekommen und daraus zu lernen, also so ein bisschen in die Richtung soziale Vernetzung gehen. Ihr hört was von anderen Lerngruppen, ihr hört, wie die das machen, setzt es vielleicht dann auch um. Oder ihr kommt vielleicht auch mal so ein bisschen aus der Bubble raus, weil ihr merkt, oh, die anderen aus der Lerngruppe, die kommen auch nicht so gut zurecht. Wie sieht es dann bei anderen aus? Oder ist die Gruppe da alleine? Besonders ist Easy ganz gut, weil ihr einen Austausch aber auch mit höheren Semestern haben könnt. Ihr könnt also hören, wenn es gerade eine schwierige Phase im Studium ist oder eine gute Phase und könnt hören, oh, das ging denen damals ähnlich, das ist vollkommen normal.
Oder ihr könnt auch mitbekommen, so, oh, okay, vielleicht sollte ich da mal mit jemandem weiter drüber reden. Isi ist auch dazu da, um das Organisatorische ein bisschen leichter zu machen, dass ihr Deadlines nicht verpasst oder von Deadlines überhaupt mitbekommt. Das sind ja ganz viele Seiten, wo ihr Deadlines überhaupt mitbekommt. Da kann man schnell mal was verpassen. Ihr kriegt Tipps für Fächer und hört auch mal von Tools, die euch eventuell helfen können, die sonst keiner aus eurem Umkreis kennt. Dazu soll Easy dafür da sein, so eine Hilfe für euch in und außerhalb der Uni darzustellen. Und so einen kleinen Erfahrungsaustausch mitzubringen. Jetzt haben wir aber ganz viel geredet und es waren sehr viele Informationen. Deswegen wollen wir eine kleine Aktivpause mit einbauen, dass ihr euch ein bisschen bewegen könnt, dass ihr auch wieder überhaupt zuhören könnt. Und genau. Dazu werden wir euch gleich Fragen stellen und ihr werdet sie durch Aufstehen oder Hinsetzen beantworten. Also wenn ihr eine Frage mit Ja beantwortet, solltet ihr aufstehen. Und wenn ihr eine Frage mit Nein beantwortet, solltet ihr euch hinsetzen oder sitzen bleiben. Ich denke, das Ganze erklärt sich besser, wenn man das erstmal probt. Und zwar will ich euch jetzt eure erste Frage stellen. Und zwar, bist du im ersten Semester? Wenn du im ersten Semester bist, dann steh bitte auf. Und wenn nicht, dann bleib sitzen. Und das gilt genauso für die Mastersemester hier. Das klappt ja alles sehr, sehr gut. Kommen wir dann zur nächsten Frage direkt. Und zwar, bist du eine Ente? Also wenn du eine Ente bist, dann stehst du jetzt auf oder bleibst stehen. Und wenn du keine Ente bist, dann kannst du dich hinsetzen. Ja, das klappt auch sehr gut. Ich bin begeistert von euch. Dann machen wir mal die etwas interessanteren Fragen. Und zwar studierst du am KIT? Ich weiß, wir wollen, dass ihr euch so ein bisschen bewegt, dass ihr euer Gehirn wieder ein bisschen anstrengen könnt. Kommen wir zum nächsten. Hast du schon mal einen Baum umarmt? Und dieses Mal sind es ganz viele. Okay. Dann hast du vorher ein FSJ oder Vergleichbares gemacht. Okay. Jetzt bist du Teil einer Lerngruppe. Kurz die Erinnerung. Wenn du noch eine Lerngruppe suchst, dann könnt ihr mal auf die Seite von Unterstützung im Studium schauen. Da gibt es manchmal Lernpartnerbörsen oder weitere Informationen, wie man eine Lerngruppe findet. Ansonsten ist auch am Ende dieser Lehrveranstaltung eine Lerngruppensuche. Hast du an den MINT-Vorkursen teilgenommen? Das heißt, zum Beispiel bei dem Mathematikvorkurs oder bei dem Informatikvorkurs oder sonstigen. Ja, gut. Und jetzt hast du deinen CMS-Stundenplan mit dem Handy synchronisiert. CMS steht für Campus Management System, also Campus System einfach kurz. Vielleicht wurde das euch ja schon in der O-Phase gezeigt. Noch so viele. Okay, das hatte ich damals noch nicht, also sehr gut. Und dann kommen wir auch weiter zum Zeitmanagement. Vielen Dank, dass ihr alle so mitgemacht habt. Das war dieses Jahr sehr gut. Super, ja, vielen Dank. Nachdem ihr dann jetzt wieder etwas frischer im Kopf seid, schauen wir doch mal in ein eher unsexieres Thema rein, und zwar das Zeitmanagement. Wir wollen das Ganze hier auch eher kurz halten und halt nicht, dass ihr jetzt, nachdem ihr einmal wach seid, direkt wieder einschlaft. Von daher schauen wir uns das Thema direkt mal an.
Genau, also das ist so gesehen der Grundsatz, der ja so ein bisschen hinter dem ganzen Zeitmanagement hier irgendwo steht. Und zwar, dass man durch Zeitmanagement, dadurch, dass man da Zeit eigentlich rein investiert und sich da Mühe gibt, langfristig auch Zeit sparen kann. Mit dem Zeitsparen ist es jetzt nicht so, dass ihr irgendwie ein Sparbuch kriegt oder sowas, sondern eher, dass es so funktioniert, dass ihr eure Zeit effektiver nutzen könnt oder und halt dadurch dann am Ende. Dadurch, dass ihr eure Zeit nicht ineffektiv nutzt, mehr Zeit vom Tag übrig habt für andere Sachen. Also, dass ihr, falls ihr Sachen aufarbeiten wollt für die Uni oder sowas, dann nebenbei halt nicht noch irgendwie denkt, ja, okay, ich muss noch das machen und das machen und ihr irgendwie so ein bisschen rumtrödelt, sondern dass das Ganze alles ein bisschen effektiver wird und dass man die Zeit eher auch wahrnimmt und besser schätzt. Es ist jetzt natürlich die Frage, okay, das hört sich alles toll an, habe ich auch schon 50 Mal gehört, Zeitmanagement, das hat mir damals auch der Lehrer in der Schule immer gesagt, ja, Hausaufgaben direkt nach der Schule machen und sowas, das ist doch Zeitmanagement. Finde ich jetzt nicht so sexy, das Thema. Da ist natürlich ein bisschen was dran, aber wir wollen hier uns an der Stelle ein paar andere Sachen anschauen. Und zwar Zeitmanagement geht es eigentlich eher so ein bisschen darum, dass man versucht, einen Überblick zu behalten, also zu wissen, okay, was geht tatsächlich gerade ab? Was sind wichtige Sachen, die ich tatsächlich irgendwie jetzt heute oder diese Woche oder irgendwie bis zum 12.12. oder sowas erledigen muss? Was sind da Sachen? Und auch einfach die Sachen halt nicht ständig im Hinterkopf haben zu müssen. Ich denke, das Gefühl kennt irgendwie jeder, wenn man mal viel zu tun hatte und dann der Kopf komplett voll ist und man aber eigentlich gar nicht im Kopf über irgendwelche Sachen nachdenkt, sondern eigentlich nur darüber nachdenkt, dass man noch andere Sachen machen muss. Und genau dafür kann man halt Zeitmanagement auch nutzen, um die Sachen einfach einmal aus dem Kopf rauszukriegen und danach dann so gesehen mehr Platz im Kopf zu haben, um dann noch mal ein neues Sofa reinzustellen. Und der letzte Grund, das hatte ich ja vorher schon gesagt, die Zeit bewusster machen. Das heißt nicht unbedingt, dass man genau sagen kann, wann eine Minute rum ist, sondern eher, dass man die Zeit auch etwas mehr schätzt. Also, dass man Zeit, die man in einer Vorlesung dann auch wirklich als Lernzeit wahrnimmt oder Zeit, die man halt dann nicht am Campus verbringt, sondern zu Hause und dann irgendwie eingekuschelt in eine Bettdecke vor dem Beamer, während man sich irgendwelche Disney-Filme anschaut, sowas dann auch bewusster wahrnimmt und dann dadurch da auch effektiver so gesehen seine Batterien auflädt. Da gibt es jetzt ganz viele unterschiedliche Tools. Die Essentials sind aber eben eigentlich, dass man einen Kalender hat. Da geht es jetzt nicht darum, dass es unbedingt der Kalender von, was weiß ich, Toshiba ist, sondern dass es generell irgendwo einen Kalender gibt, in dem man halt Deadlines eintragen kann oder bestimmte Termine. Da gibt es aber ganz verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt zum Beispiel Google Calendar als eine ganz große Möglichkeit, die wahrscheinlich viele Leute nutzen. Gibt wahrscheinlich auch noch ein paar Leute, die einen richtigen Kalender, also einen physischen Kalender irgendwo im Zimmer hängen haben, wo Geburtstage eingetragen sind oder sowas. Und es gibt natürlich noch so Facebook-Kalender oder sowas, wo man eine Mitteilung bekommt, wenn jemand Geburtstag hat. Da gibt es aber noch ganz viel weiteres darüber hinaus, zum Beispiel Notion, was man sehr gut auch mit einem Kalender oder für eine To-Do-List benutzen kann, oder das ein Trello-Board oder solche Sachen. Aber über die ganzen unterschiedlichen Tools, wie das Chrissy schon vorher erwähnt hatte, schauen wir uns im Tutorium noch mal etwas genauer an. Ja, das andere Essential, das hatte ich jetzt eben schon im Nebensatz erwähnt, ist halt die To-Do-Liste. Also generell irgendwo sich mal aufschreiben zu können, was tatsächlich die wichtigen Aufgaben sind, die man erledigen möchte. Und die vielleicht auch schrittweise aufzuteilen nach dem Motto Divide and Conquer auf Julius-Caesar-Basis, die Sachen da eher angehen zu können. Und natürlich ist ganz wichtig die Reflexion. Das hatten wir jetzt halt schon im Kolb-Zyklus erwähnt, dass man durch das Ausprobieren und dann die Erfahrungssammlung und die abschließende Reflexion sich selbst eben weiterentwickeln kann, Neues lernt und Neues weiter versteht. Und dasselbe gilt halt hier auch fürs Zeitmanagement, dass man da halt auch eben immer weiter neue Tools vielleicht ausprobiert. Und das ist eigentlich auch das, was wir euch hiermit an die Hand geben wollen. Zeitmanagement ist zwar, wenn man es sich erstmal so auf dem Papier anschaut, nicht unbedingt das interessanteste Thema, aber dadurch, dass man immer wieder neue Tools vielleicht ausprobieren kann und es auch einfach das Leben deutlich angenehmer macht und Zeitmanagement deutlich dafür sorgt, dass man deutlich weniger Kopfschmerzen wegen irgendwas haben muss, das ist einfach eine Sache, die wir euch nur mit an die Hand geben wollen und euch nur empfehlen können, dass ihr
da euch ein bisschen schlau macht und weiter schaut, was es für Möglichkeiten gibt, wie man das eben machen kann. Aber da gibt es noch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Da erzählen wir euch dann auch im ersten Tutorium was für. Genau, nachdem wir jetzt endlich mal das Thema abgehakt haben, kommen wir zu den Faustregeln, die Tipps und Tricks, die wir euch mal mit an die Hand geben wollen. Und da haben wir hier erstmal ein bisschen auf Eigenwerbung mäßig, Follow für Follow. Wir haben einen YouTube-Kanal, beziehungsweise nicht wir als Easy oder als Unterstützung im Studium, sondern eben die Informatikfakultät. Da gibt es ganz viele Sachen drauf. Da gibt es auf dem YouTube-Kanal, glaube ich, auch alte Vorlesungen, die man sich zum Beispiel anschauen kann. Aber wir als Unterstützung im Studium sind eben auch auf dem YouTube-Kanal vertreten. Zum Beispiel wird die Aufzeichnung von hier dieser Veranstaltung in den kommenden Tagen oder vielleicht auch nächste Woche dort hochgeladen. Und dann kann man sich das da eben im Nachhinein nochmal anschauen, falls man nochmal ein paar Tipps und Tricks eben tatsächlich verbal hören möchte. Wir haben dann extra eine Playlist zu, das könnt ihr euch dann da auch anschauen. Wir haben das Ganze hier auch verlinkt. Könnt ihr jetzt natürlich nicht draufklicken, ihr könnt euch aber die Folien, wie es schon erwähnt wurde, zusammen mit dem Syllabus im Ilias-Kurs von uns dann anschauen und könnt dann darüber auf den Link klicken. Wir haben in der YouTube-Playlist auch ein paar Videos, die schon etwas älter sind, aber auch ein paar modernere. Wir haben aber auch ein paar Klassiker. Und einer dieser Klassiker ist eben dieses, ein Video, wo es um die ersten 6 Wochen im Studium geht. Das ist immer noch brandaktuell, auch wenn das Video nicht von letztem Jahr ist. Denn die Tipps und Tricks, die da eigentlich erklärt werden und auch so ein bisschen der Einblick, wie so die ersten 6 Wochen beim, ich sage jetzt mal, Durchschnittsstudenten ablaufen, ist da so ein bisschen erklärt. Und da könnt ihr euch vielleicht schon mal ein bisschen fürs Erwartungsmanagement drauf einstellen, was dann in den nächsten kommenden Wochen auf euch zukommt. Des Weiteren haben wir noch eine Webseite, wo wir auch einiges an Tipps und Tricks einfach drauf haben. Da gibt es auch weitere Infos. Wir haben auch alles aufgeklärt, was wir im Einstieg ins Studium noch alles machen, aber auch was wir in Unterstützung im Studium alles machen, falls ihr da daran interessiert seid, weiteres Angebot von uns zu sehen. Wir machen zum Beispiel auch Mentoring-Kurse, also wir machen ein One-on-One-Mentoring. Wir machen auch verschiedene Stammtische immer wieder. Es gibt kleinere Spielabende auch. Wir machen auch was für internationale Studenten, die wir da auch herzlich einladen können, sich auf der Website etwas umzuschauen. Und da könnt ihr euch einfach mal ein bisschen austoben und mal etwas schauen, was es so gibt. Anderer Tipp, den wir euch auf jeden Fall weitergeben wollen, und da haben wir als Team nämlich etwas, ich will nicht Innovatives sagen, aber etwas ausgearbeitet, ein kleines Tool, was ihr euch bei uns auf der Webseite runterladen könnt. Und es ist einfach, lasst euch davon nicht verschrecken, das ist am Anfang, sieht es, ist es eine Excel-Tabelle basically. Die haben wir dann hier jetzt exemplarisch mal kurz einen Ausschnitt von auch auf den Folien drauf. In der kommenden Folie gibt es nochmal andere Beispiele. Und da könnt ihr zum Beispiel schon sehen, dass die Orientierungsprüfungen schon eingetragen sind, in welchem Turnus sie stattfinden, wie viele Leistungspunkte es gibt. Leistungspunkte ist auch dasselbe wie ECTS. Und es gibt halt auch ein paar kleinere Tipps, die sieht man jetzt hier schon rechts am Rand, zum Beispiel die Legende oder ein paar Tipps zur Orientierungsprüfung. Da gibt es dann aber noch einige Hinweise, zum Beispiel zu den Wahlmodulen, die ihr dann wahrscheinlich in den nächsten Semestern euch aussuchen könnt. Und da haben wir halt in dem Tool für die, so sehen die Stammmodule und die Wahlmodule eingetragen. Die könnt ihr dort über ein Drop-and-Down-Menü dann anwählen und dann eintragen. Die Leistungspunkte werden zum Beispiel dann auch direkt eingetragen. Ihr könnt die Prüfungstermine eintragen, um einen besseren Überblick zu behalten. Ihr könnt angeben, ob ihr das Ganze bestanden habt oder nicht und wie viele Leistungspunkte ihr gekriegt habt. Und da ist der Vorteil, dass es dann hier einen kleinen Zähler gibt mit bisher erreichten ECTS, wo euch dann auch angezeigt wird, wie weit ihr im Studium schon seid. Das Ganze gibt es nicht nur für die Informatiker, sondern auch für die Wirtschaftsinformatiker und auch fürs Lehramt. Bei den Wirtschaftsinformatikern sind zum Beispiel auch alle Sachen direkt schon eingetragen. Das klappt alles. Da gibt es dann auch nochmal ein paar besondere Tipps. Für die Lehrämtler ist der Informatikteil direkt eingetragen, falls die zweite Fachrichtung Mathematik sein sollte, ist das auch schon vorbereitet, weil es eben meine Kombination ist. Falls ihr eine andere Kombination habt, dann müsst ihr so gesehen selbstständig da nochmal etwas dran arbeiten, weil wir das so nicht vorbereitet haben, aber das Tool ist super einfach zu bedienen.
Daneben gibt es noch ein paar Möglichkeiten, dass ihr euer gesamtes Studiumwissen aufteilen könnt, also in welchem Semester ihr welche Prüfungen schreiben wollt, in welchem Semester ihr welche Vorlesungen hören wollt, wie das Ganze ein bisschen zusammenhängt. Da müsst ihr natürlich dann aber auch bedenken, dass es gewisse Abhängigkeiten mit den Klausuren gibt, dass man zum Beispiel einen Übungsschein haben muss, um eine bestimmte Klausur zu schreiben oder ähnliches. Wir haben darüber hinaus auch dann noch für das einzelne Semester eine Möglichkeit, dass ihr da etwas planen könnt, wie ihr euren Stundenplan oder euren Semesterablauf machen wollt. Das ist ein super interessantes Thema, ein super interessantes Tool. Lasst euch da nicht von verschrecken, dass das Ganze in Excel ist. Schaut da gerne mal rein. Der Link ist auf der Folie. Wie gesagt, die Folien könnt ihr euch später runterladen und dann das Ganze da mal anschauen. Ja, aber an der Stelle gebe ich dann nochmal das Mikrofon an Chrissy. Genau. Was ist denn jetzt überhaupt für euch zu tun? Also zuerst einmal kann jeder diesen QR-Code scannen und sich jetzt für die Easy-Tutorien anmelden. Dieses Jahr wird die Tutorienanmeldung wie die letzten Jahre übers Bibi-Portal geschehen. Wundert euch dann nicht. Am Donnerstag werden teilweise Tutorien eingeteilt und am Freitag. Also ihr müsst am Donnerstag keine Panik bekommen, dass ihr euch für ein Tutorial vergessen habt anzumelden. Das kommt eventuell einfach noch am Freitag. Ansonsten gebe ich euch jetzt Zeit, das Ganze einfach einmal zu scannen und euch anzumelden. Und genau, wenn ihr euch bei allen Tutorien im Vivi-Portal anmeldet, wird es bei Tutorien zumindest keine Überschneidung geben. Also bei allem, was ihr euch angemeldet, bei dem ihr euch angemeldet habt. Falls irgendwas doch mit dem Vivi-Portal nicht funktioniert oder irgendwas mit dem Tutorial dazwischen kommt, schreibt einfach mal eurem oder dem Übungsleiter vom jeweiligen Fach. Man kann da immer eine Lösung finden. Und genau, ich gebe jetzt einfach einen Moment Zeit. Die Anmeldung ist für alle im Übrigen, also Informatik, Wirtschaftsinformatik und Lehramt. Gehen wir dann mal weiter. Hier ist der QR-Code zum Ilias-Kurs, für den ihr euch direkt anmelden könnt. Da werdet ihr die Folien der Vorlesung finden. Dort werdet ihr auch alle Informationen zu eurem Tutorium finden, sobald es aufgeteilt wurde. Das wird dann noch die nächsten Tage kommen. Es gibt ein Forum für Fragen, wo ihr besonders auch Fragen über Easy stellen könnt, allerdings auch so Fragen im Allgemeinen zum Studium und die Tutoren werden das euch gerne beantworten. Und ihr werdet da auch, wie vorhin angesprochen, den Syllabus finden. Also nochmal, der Syllabus ist dafür da, dass ihr alle Informationen zu dem Modul bekommt, also was ihr machen müsst, um die Leistungspunkte dort zu erhalten und um welche Themen es grob in welchem Tutorium geht. Und genau, im Ilias-Kurs findet ihr dann auch sonst weitere Ressourcen. Das wird auch regelmäßig aktualisiert, also schaut da gerne immer mal wieder durch. Und genau. Dann würden wir jetzt zum Q&A kommen. Allerdings wird dieses Q&A nicht aufgezeichnet. Deswegen könnt ihr all eure Fragen jetzt stellen. Wir werden erst die Fragen in Präsenz beantworten und dann noch die restlichen Fragen online durchgehen. Dann vielen Dank für all eure Fragen. Falls ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns auch gerne auf unsere Easy-E-Mail-Adresse schreiben. Dann wollen wir euch noch auf die kommenden Veranstaltungen hinweisen. Und zwar gibt es am 7.11. den Roundtable für International Studierende. Den kann ich nur empfehlen. Da werdet ihr die wichtigsten Informationen zum Einstieg ins Studium für Internationals bekommen. Dann wird es am 21.11.
Die nächste Veranstaltung Programmieren Best Practices und eine Lernpartnerbörse stattfinden. Das würde ich jedem, der Easy hört, auch empfehlen. Wenn ihr jetzt mit Programmieren schon relativ gut seid, dann kann sich das Ganze trotzdem noch, denke ich, lohnen. Der Übungsleiter oder der Professor wird da sein und wird dann nämlich seine eigenen Tipps geben. Ihr könnt einfach mal reinhören und schauen. Und dann wird es am 29.11. die Veranstaltung zur Prüfungsvorbereitung, gerade für die Orientierungsprüfung, geben, wo wir euch nochmal genauere Tipps geben, wie ihr euch da vorbereiten könnt. Genau. Genau, an der Stelle vielleicht nochmal kurz einen Hinweis für die internationalen Studenten, oder vielleicht mache ich das besser auf Englisch. For all the international students present right here, there are some problems. I don't know how to explain it. For those who feel like they are spoken to, here is a QR code that is ready to be scanned by you. It is a link to our informatics student services for helping you. We are pretty keen on helping you with any problems that might arise from coming from another country to Germany, to the KIT, to study here abroad. So if you look forward to that, just scan right now and we come back to you in just a moment. Genau, aber machen wir vielleicht kurz noch weiter. Chrissy, darfst gerne weitermachen. Genau. Gleich im Anschluss gibt es noch eine Lernpartnerbörse. Dazu werden sich die Tutoren gleich mit einem Zettel aufstellen und ihr könnt euch hinstellen zu dem gegebenen Zettel, zu welcher Lerngruppe ihr hinzukommen wollt. Also ob ihr einen Lernpartner oder ob ihr nur einen Lernpartner sucht oder ob ihr direkt eine ganz große Gruppe als Lernpartner sucht. Schaut da einfach mal vorbei. Aber zur Veranstaltung würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr alle da wart. Habt noch einen schönen Abend. Genießt den und kommt gut nach Hause. Danke. Und viel Erfolg im weiteren Studium. Genau. Viel Erfolg.